Hallo zusammen. Guck mal, wen ich zu Gast habe. Eine Schwalbe. Wunderbar. Quasi Originalzustand. Ja, in Anführungsstrichen. Also ein paar Teile musste ich schon tauschen. Bin ich jetzt durch eine Haushaltsauflösung dran gekommen. Und naja, sie war. Es fehlten viele Teile. Da hat die Jugend sich mal was gegönnt. Also Sitzbank war weg, Vergaser war weg, Auspuff war weg. Ne? Und noch so andere Sachen. Ja, Schalthebel waren weg, hier, das ist alles neu. Neue Teile dran gekommen, dann habe ich eine neue Rücklichtkappe dran gebaut, sogar mit Prüfzeichen, ne, mit E-Prüfzeichen. Kostet halt sein Geld, was soll's. Gepäckträger ging noch, Auspuff aus dem Fundus ein aufpoliert und dran gesteckt. Ne. Neue Reifen, Kettenschläuche waren durch und vorne habe ich natürlich umgebaut, das Bremsschild, wegen funktioniert einfach besser. Das ist ja. Dann hat sie vorne noch Hydraulikdämpfer gekriegt, da war ein Reibungsdämpfer drin. Jetzt weiß ich nicht, ob bei der Version, es gab ja noch eine Zweierschwalbe, die auch noch Reibungsdämpfer hatte. Aber er hatte hinten schon hydraulische, habe ich vorne noch welche dran gemacht. Gut. Hupe war kaputt, neue Hupe dran gemacht, eine Batterie rein. Und der Lack ist halt, ja, er ist original, aber ist stumpf. Ne? Ich habe da wie wild drauf rumpoliert, dass das jetzt so ein bisschen glänzt. Ja, habe ich gemacht. Dann neue Bauenzüge rein. Wie gesagt, Vergaser aus meinem Fundus mit neuem Innenleben. Funktioniert super. Und die Sitzbank ist von meiner schwarzen Schwalbe. Original DDR-Sitzbank. Also die ist noch schön gepolstert. Die sitzt nie so durch. Neue Schlösser rein. Ja, alles, was so dran muss. Ne? Und funktioniert ja auch alles jetzt. Sämtliche Leuchtmittel wegen Grünsparen ausgetauscht. Ne? Also wenn wir jetzt mal hier Blinker gehen. Ne? Hupe. Ja, 6 Volt. Ne? Was soll man erwarten? Parklicht geht auch. Licht geht auch alles. So, wollen wir es mal anmachen? Ich habe die jetzt eine Woche, fährt sie schon bei mir. Und ich fahre dann immer bei mir hinten durchs Moor und ich liebe diesen Klang. Also den habe ich wirklich wie original hingekriegt. Doof gekriegt. Richtig schön Blechdose. Richtig leise. Herrlich. Ja, und die steht zum Verkauf. Also die verkaufe ich gerade. Wer Interesse hat, ist bei eBay Kleinanzeigen drin. Den Link packe ich hier noch in die Beschreibung. Kann man sich melden. Wie gesagt, VW. Das war jetzt nicht nett. Warum macht sie das? Eigentlich tuckert sie bis in Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, man kann das Standgas noch ein bisschen höher tun. Ja, steht zu Verkauf. Ich habe original DDR-Papiere mit Garantieheft, mit DDR-Versicherungsnachweis, mit Bedienungsanleitung. Also ist alles dabei. Ich weiß, von wem ich die geholt habe. Das passt. Also lupenreine Historie. Ja, ist halt bärenbraun. Ne? So. Halt nicht mehr so schön, ne? Also am Lack, der hat schon so überall seine Kratzer und Macken. Ja, ist halt 35 Jahre alt. Wer Originallack mag, hat sie. Dreigang, ja okay, das kann man heilen, da muss noch jemand 200 Euro mitbringen, dann stecke ich da Vierganggetriebe rein. Ne? Und wenn es 12 Volt sein muss, Wappe, ihr wisst, was Wappe kostet, einfach drauf addieren, dann mache ich das da auch noch. Einfach melden. Ich bin, wie gesagt, flexibel und offen. Bloß nicht so hier massiv auf den Preis drücken. Also sowas von 84 kriegt man eigentlich im Originalzustand kriegt man nicht mehr. Ne? So, da wisst ihr mal Bescheid, was ich so mache. Tschüss!